Hallo und herzlich willkommen auf MoxScout, deinem Kanal für interessante Lego-Sets und spannende Eigenkreationen aus Klemmbaustein. Heute sind wir mal wieder bei der Hidden Side-Serie angekommen, genauer gesagt dem Geister-Express-Zug der 70424 von Lego. Dieses Set ist 2019 rausgekommen, also nicht sehr alt, ist aber jetzt schon nicht mehr verfügbar, weil es für Ende 2020 eigentlich aus dem Programm fliegen sollte, jetzt aber schon nicht mehr wirklich verfügbar ist. Das liegt auch am Preis, der war mit 80 Euro sehr hoch für das, was ihr hier kriegt, minus 3% aktuell Corona-Rabatt. Aber wenn man aufgepasst hat, bei Rabattaktionen, zum Beispiel bei Amazon, habe ich es beim Prime Day für knapp über 50 Euro bekommen. Also da waren große Rabatte drin, was natürlich dafür spricht, dass es nicht besonders gut ging. Für diesen Preis habt ihr 698 Teile bekommen, also nicht sehr viel. Und von der Größe ist es jetzt auch nicht super beeindruckend. Mit Gleisen, Zug und Bahnhof, die alle dazugehören, habt ihr hier Dimensionen von 61 cm Länge, 15 cm Höhe und 18 cm in der Tiefe. So, 8 plus gibt Lego vor für dieses Set, das kommt auch ungefähr hin. Und ihr kriegt bedruckte Teile, ein paar wenige und Aufkleber, eine ganze Menge. Die habe ich hier. Das sind Zugaufkleber und hier so ein paar Geisteraufkleber. Die wären toll gewesen, gerade diese Zugaufkleber als bedruckte Teile, gerade wenn es um Züge geht, zum Beispiel hier mit diesen schönen Dark Red hinterlegten Pfeilchen und Stationssymbolen für die Züge. Das wäre eine tolle Ergänzung gewesen zum Zugprogramm, aber wir wissen ja, Züge sind Stiefkind bei Lego und auch Kindersets bekommen viele Aufkleber. Von daher ist das hier leider so ein bisschen das Schlechteste von beiden Welten, kann man so sagen. Also, ihr bekommt aber auch eine Anleitung. Die ist nicht ganz so schlimm wie von manchen kleinen City-Sets. Das ist ein Büchlein, ein Booklet. Das ist weiß hinterlegt. Und man kann die Bauschritte sehr gut ablesen. Gar kein Problem. Und ich habe auch keine Fehler gefunden. So, ihr bekommt hier Gleise zu diesem Set. Das ist ein Zug, der ist nicht motorisiert. Und ihr bekommt an Gleisen 4 Geraden. Eine dieser Geraden wird hier zu einem Prellbock umgebaut. Da sind aber nur ein paar Teile drauf, die kann man einfach runternehmen. Und ihr bekommt eine Rampe, dass man auf diese Gleise rauffahren kann. Also kann man theoretisch diesen Zug auch außerhalb oder ohne Gleise betreiben und dann hier hochfahren. Bautechnisch habe ich hier nichts Spezielles gefunden, was ich irgendwie erwähnenswert halte. Aber es gibt ein paar interessante Steine. Es gibt eine ganze Reihe von Yellowish-Green-Teilen. Das sind diese typischen Hidden-Side-Farben hier. Das ist einmal eine Frisur hier. Das ist für eine der Figuren, die zum Geist umgebaut wird. Es sind aber noch ein paar mehr Teile hier drin. Und eigentlich sind die meisten Yellowish-Green-Teile hier relativ exklusiv. Zum Beispiel ist hier ein Drachenflügel bzw. zwei Stück drin. Die werden hier mit so einem Hebel ausgefahren. Das ist hier dieser Hidden-Side-Umbau. Und die sind in der Farbe exklusiv in diesem Set drin. Genauso wie die Rampe, die gibt es auch nur in diesem Set. Also wenn man seine Schienenwelt irgendwie sinnvoll damit erweitern kann, muss man auf dieses Set zurückgreifen oder eben sich das Teil organisieren, was natürlich viel billiger ist. Ansonsten gibt es hier drin in diesem Set genauso wie bei dem Disney-Zug neue Räder. Das sind Räder ohne Metallstange. Wir haben ja im Personenzug und im Cargo-Train, die aktuell noch im Programm verfügbar sind, haben wir Räder mit Metallstange drin. Das sind hier andere Räder, billigere Räder. Da hat Lego gespart, hat sich eine Metallstange rausgespart. Wie gut die sind im Vergleich, da habe ich eine Theorie, werde ich aber noch in einem separaten Video testen. Genauso wie ich diesen Zug motorisieren werde oder es versuchen werde. Ich vermute, es geht in einem separaten Video. Das können wir hier in dem Review nicht abdecken. So, was es noch gibt hier an exklusiven Teilen, ist zum Beispiel eine Laterne bei dieser Figur, der Dame hier. Und da sind wir auch schon mitten in den Figuren. Da machen wir einfach gerade weiter, wo wir schon dabei sind. Was ihr bekommt, ist zweimal ein Dark Red Zugpersonal. Das ist eine tolle Ergänzung, finde ich, für die Zugwelt von Lego. Wie ihr seht, die haben beide so Geisterköpfe. Das heißt, die kann man zu Geistern umbauen. Und eben zu der Dame gehört dann hier diese geisterhafte Frisur. Und zu dem Herrn gehört dann ein geisterhafter Bart. Wie ihr vielleicht wisst, stehe ich nicht so auf diese Geisterumbauten und habe sie deswegen noch nicht vorgenommen. Ich finde die Figuren so viel schöner. Und alleine diese beiden Figuren wären schon ein Grund, finde ich, dieses Set zu kaufen, weil es sind einfach klasse Figuren und meines Wissens sind sie exklusiv in diesem Set drin. Es gibt natürlich noch ein paar mehr Figuren. Es gibt hier diese Kiddies oder Teenager, die mit ihren Smartphones rumfuchteln und Hidden Side ist ein Smartphone-Set wieder mal. Und versuchen, hier irgendwelche Geistergeschichten zu lösen, zu erleben, wie auch immer. Ja, der eine Kerl hier hat keins, das ist so ein bisschen die Ausnahme. Wahrscheinlich ist er deswegen auch so ein bisschen als Nerd gekleidet und dargestellt. Die haben alle zwei Gesichter, die jeweils eine andere Emotion zeigen. Wir nehmen ihnen einmal hier ihre Kopfbedeckung ab und dann können wir die Gesichter von der anderen Seite sehen. Das ist alles nichts Weltbewegendes.
Und ihr seht dann auch den Druck auf der Rückseite. Das sind alle vorne und hinten bedruckt. Also das eine Gesicht und das andere Gesicht. Das Zugpersonal hat übrigens keine zweiten Gesichter. Ist auch, wie ich finde, gar nicht notwendig. Die gucken beide sehr nett. Und 6 Figuren ist schon auch vielleicht für den einen oder anderen ein Grund, dieses Set zu kaufen. Weil, also zumindest ein paar Euro kann man für die Figuren sicherlich rausholen. So, somit haben wir die Figuren. Den Geisterumbau nehme ich nicht vor. Und dann schauen wir mal, was hier tatsächlich ihr bekommt für euer Geld, beziehungsweise was im Set drin ist. Also, nochmal ein Zug ohne Motor. Ihr bekommt den Zug. Der ist im Gegensatz zu anderen Lego-Zügen nur hinten kompatibel mit den anderen Zügen, weil er nur hinten eine Magnetkupplung hat. Hier zwischendrin sind wir so bei solchen Ball-Joint-Geschichten, also dass einfach Kupplungen mit Kugeln hier reingesteckt sind und damit die Waggons verbunden sind. Damit ist es zwar quasi teilkompatibel zum Lego-Zugsystem. Aber irgendwie erweckt dieses Set auch nicht ernsthaft den Eindruck, dass man das irgendwie mit Gleisen erweitert. Denn ich könnte natürlich hier große Zugstrecken machen und müsste dann halt immer den Zug mit der Hand da entlang führen. Das ist natürlich völlig uninteressant. Von daher ist die Motorisierung hier eigentlich Pflicht. Und wir werden mal gucken, wie gesagt, in einem separaten Video, wie gut es funktioniert. Also, ihr kriegt die Lok. Ihr kriegt einen Waggon mit irgend so einem Käfig hier, wo man wahrscheinlich einen Zombie oder sowas reinstecken kann, nachdem er dann Zombie geworden ist. Und ihr kriegt einen Waggon mit so einer Laserkanone oder was auch immer das hier ist. Diese Laserkanone kann man in diesen Behälter hier reinpacken und kann natürlich auch hier diese Aufsätze jeweils abnehmen. Also ich kann von dem Waggon diese Aufsätze abnehmen und habe dann hier quasi zwei so baugleiche Waggons, die ich auch abkoppeln kann. Das machen wir jetzt mal. Und dann können wir uns auch die Geschichten hier separat anschauen. Und ihr seht den Bahnhof viel besser, den ich so als kleines verstecktes Highlight eigentlich empfinde von diesem Set. Also, einmal hier unsere Lok. Die sieht eigentlich ganz cool aus, finde ich. Die schreit eigentlich auch nach einem Umbau, danach sie zu modden und zu mocken, also daraus einen Mock zu machen. Toll finde ich auch diese Zugtür. Da gibt es zwei davon, die seht ihr hier. Die haben auch so ein separat reingeklicktes Trans-Black-Fenster, nochmal mit einer Unterteilung. Und, also wie gesagt, zwei Stück davon auf beiden Seiten. Das ist quasi symmetrisch, die beiden Seiten. Oder ja, spiegelbildlich. Und hier oben seht ihr einen Hebel. Da. Und hier vorne ist nochmal ein Hebel. Mit diesen beiden Hebeln kann man dann hier einmal ein Maul ausfahren und hier dann einmal Flügel ausfahren. Das macht dann quasi den Zug zum Monster. Ja. Interessant ist natürlich, dass hier diese ganze Mechanik mit diesen Flügeln, die verschwindet hier drin. Die ist übrigens toll gemacht, die funktioniert prima. Und da ist genug Platz, da einen Motor unterzubringen, beziehungsweise eine Batteriebox, natürlich nicht den Motor. Und ich werde das mal ausprobieren, wie gut das funktioniert. Es müsste theoretisch gut funktionieren. Also hier unten seht ihr dann die Räder, die hier ohne Achsen eingebaut sind. Also Räder und quasi diese Radhalter sind neu für dieses Set und eben den Disney Train. Dann gibt es hier diese Bogie Plates, die das Ganze mit der Zugbasisplatte hier verbinden. Die sind in Gelb, das finde ich ein bisschen ja, unsinnig. Gibt es aber schon in ein paar mehr Lego-Sets, dass man die in Gelb ausführt. In Schwarz wären sie viel neutraler. Man könnte damit aus meiner Sicht mehr machen. Aber tatsächlich sieht man sie kaum. Und auch selbst das Gelb fällt jetzt nicht schlimm auf. Grün wäre noch schlimmer gewesen. Also ist nicht so schön für Mox und Co. Aber es ist noch erträglich, würde ich sagen. Interessant sind auch hier die Schläuche seitlich, die als Deko-Elemente verbaut sind. Das sind immer mal wieder so ein paar interessante Teile. Auch hier vorne diese Slopes, die quasi, oder das ist eine Slope, ein Teil, was um zwei Ecken geht. Hier vorne übrigens auch das Zugfenster. Also teiletechnisch kann man hier schon auch was rausnehmen und die Farben sind jetzt nicht zu abgedreht. Ja, hier kann man übrigens auch hochklappen und dann sieht man diesen Flügel, der da drin ist. Und wie gesagt, die Mechanik funktioniert 1A. Man hat bei dem Schalter einen gewissen Druckpunkt, also man muss über einen gewissen Widerstand drüber gehen, aber dann funktioniert das auch prima. Hier oben sind zwei große Slopes übrigens drin. Die sind auch ganz, ganz tolle Teile, wie ich finde. So, das ist die Lok. Dann hier diese zwei Wagen, die absolut baugleich sind. Das ist das Gleiche, also ich brauche nur einen zeigen. Aus einer minimalen Anzahl von Teilen zusammengesetzt mit diesen Zugendteilen. Die sind ganz schick. Kriegt eine ganze Menge in dem Set. Ich glaube 6 oder 7. Hier wieder die Räder mit den Radhaltern. Mich interessiert es wirklich, wie gut die rollen. Also ich werde auch einen Rollvergleich machen mit den alten Teilen. Ich habe eine Vorstellung, was bei rauskommt, weil ich habe dazu was gesehen und gelesen. Aber ich möchte es gerne mal selber ausprobieren und werde euch dann natürlich dran
teilhaben lassen. So, das sind, also wie gesagt, das sind Aufsätze oder halt Untersätze, wo man irgendwelche Aufsätze draufpacken kann. Der eine Aufsatz ist eben hier diese, ja, wie soll man das sagen? Das Ding kommt mir bekannt vor aus der Hoth Ice Chamber. Also es gab so ein Star Wars Set, eins der wenigen, die ich aufgebaut habe, wo es dann so eine Kühlkammer gab auf dem Planeten Hoth. Ich kenne mich in Star Wars wenig aus, wie das storytechnisch passt. Und diese Elemente und das Ganze erinnert mich daran, da wird halt einer reingesteckt, da kann man auch einen reinstecken, da sind zwei Noppen. Und kann die dann irgendwie untersuchen. Da gehören hier dann auch Aufkleber drauf. Hier unten ist übrigens dieses Hidden Side Farbwahlrad, was man hier ein bisschen blöd drehen kann. Bei anderen Sets war das schon eleganter. Smartphone-Feature, wie gesagt, habe ich nicht getestet. Ihr wisst, dass mich das nicht interessiert. Muss ich jetzt nicht jedes Mal breit treten. Lego und Smartphone gehören für mich nicht zusammen. Blödsinn, mich interessiert nur, was da an Teilen und an Spielfeatures so funktioniert. Das ist das eine. Und was es noch gibt, ist eben hier diese, weiß nicht, für mich sieht das aus wie eine Railgun. Ich bin so ein alter Zocker. Und das erinnert mich an eine Railgun. Und das sind übrigens auch cool, diese Panels hier. Die soll man verunstalten mit ein paar Aufklebern. Das ist auf der Packung ersichtlich. Habe ich natürlich nicht gemacht, bin nicht verrückt. Das sind tolle Teile, um damit irgendwas anderes zu machen. Und dann kann man hier hinten aufmachen und kann diese Railgun da oben rausnehmen und kann die hier parken. So. Das geht auch ganz gut. Man muss, wenn man das am Anfang gebaut hat, man will die reinbauen, muss man ein bisschen gucken, weil das geht nur ganz genau rein. Beim Rausziehen ist es kein Problem, aber beim Reinstecken, weil man dann ganz exakt das rein einpassen muss. So, somit ist die hier verräumt und man kann sie natürlich auch wieder rausholen. Das Ganze funktioniert nur, wenn man den Container sozusagen abgeladen hat. Das funktioniert nicht, wenn ihr das auf dem Wagen hier drauf habt, weil dann nämlich die Türen nicht aufgehen. Ja, also man muss es immer runternehmen. Da hätte ich jetzt gern irgendwie so den Kran vom Cargo Train. So, dann kann man das Ganze hier natürlich hochfahren lassen, einzeln. Man kann die Lok hier quasi mit der rumfahren und kann die hier dann hochfahren lassen. Das funktioniert 1A, gar kein Problem. Das ist hier so das Spielfeature. Und dann kommen wir noch zum Bahnhof. Also das ist das, was ihr hier kriegt. Ich kann es relativ gut hochheben. Der Bahnhof, 4 Geraden und diese Rampe, die Rampe aus der Nähe. Es ist völlig unspektakulär. Völlig unspektakuläres Stück Plastik. Das ist unser Prellbock. Auch super einfach gestaltet. Was mich ein bisschen stört, sind diese blauen Technikpins, die hier rausgucken. Das hätte man irgendwie noch verstecken können. Aber das ist bei vielen Lego-Sets ja schon ewig das Problem, dass da irgendwelche blauen, roten oder gelben Teile irgendwo rausgucken. Was einfach hässlich ist. So, und dann nehmen wir mal den Bahnhof von den Gleisen runter. Können wir uns den Bahnhof anschauen. Das ist so, finde ich, das versteckte Highlight. Da gehören auch ein Haufen Aufkleber drauf. Hier oben auch Stationsaufdruck. Beziehungsweise wäre ja schön, wenn es ein Aufdruck wäre. Aufkleber. Hier diese Leiter, die ist ganz schön gebaut. Ganz, ganz simpel, dieses Element. Das ist so ein kleines Leiterelement. Und da sind ein paar Plates und Teils rangeklickt. Der hat tatsächlich im Unterbau auch coole Teile. Das seht ihr hier. Also das sind 2x8er Light Blue Square Bricks drin. Das ist so für mich das Highlight, wenn ich echte gute Bricks kriege. Da gibt es ein paar wenige eben in dem Set. Hier auch ein paar schöne Slopes hier vorne dran. Und hier auch ein paar schöne Bricks hier drin. Dann, das sehen wir hinten. Da gibt es noch mehr Geisterfeatures und einen, ist das ein Zeitungsstand oder irgendwas? Da haben wir dann hier noch 1x6er Sand Green Bricks. Tolle Fenster- und Türrahmen in Reddish Brown. Und hier sieht man ein bisschen Technikkonstruktion, das ist ein bisschen nicht so geschickt. Das hängt auch daran, dass das hier drehbar ist und dann hier ein Monstergesicht zu sehen ist. Gucken wir uns gleich an. Und genauso wie hier an den Seiten dann Monsterhände hochkommen können, die dann über das Dach drüber gucken. Vorne ist noch ein Highlight, der Mülleimer. Den finde ich sehr, sehr cool, wie der gebaut ist. Das gucken wir uns gerade mal an. Das ist einfach ein Container in Grün mit einer 1x2er Plate mit Reling bzw. mit Schiene vorne dran und oben eine 2x2er Teil. Und das macht einen tollen Mülleimer, finde ich. Sieht sehr, sehr gut aus. Ja, prima. Da gehört, glaube ich, auch ein Recycling-Aufkleber oder sowas drauf. Kriegt dann nochmal zwei gelbe Stühle. Die Tür geht natürlich auf, klar. Und dann machen wir mal hier den Umbau in Hidden Side sozusagen. Wir drehen das, kriegen wir so ein fieses Monstergesicht. Und wenn wir die Uhr drehen und die Lampe hier drehen, dann stehlen sich so zwei Hände drüber. Das ist eine wirkungsvolle, einfache Mechanik. Toll ist hier auch, das Dach besteht aus zwei großen schwarzen Slopes. Das sind tolle Teile. Überhaupt so teiletechnisch spielen sich, so würde ich sagen, ein Drittel bis 50%, eher 50% der interessanten Teile spielen sich hier ab, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ja, also wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich vielleicht diesen Teil hier für, ja, schwer zu sagen wie viel, aber so für 10 Euro mit ein paar Figuren schon gerne nehmen.
Ja, aber ist halt so. Man muss es zusammen kaufen, muss halt entsprechend gucken, was man behält oder abgibt. Also, toll wäre echt hier ein Aufdruck gewesen. Dann hätte man einen tollen Stationsdruck gehabt als Plate oder Teil für andere Bahnhöfe oder andere Geschichten, die man sich selber baut. So, das wird hier eingeklickt auf die Schiene. Das ist irgendwie markiert mit zwei gelben 1x1 Round Tiles. Setzt man hier ganz einfach drauf. Mit den Tiles macht es das ein bisschen einfacher, dass man weiß, wo es hingehört. Klicken das wieder aneinander und können unseren Zug draufsetzen. Mehr Spielen passiert hier eigentlich nicht. Also ihr könnt diese Hidden Side Features ausklappen, könnt mit dem Zug rumfahren, könnt die Railgun auspacken, könnt einen Monster, wenn sich ein Monster verwandelt hat, hier in eurem wissenschaftlichen Tank analysieren. Wir haben ja, glaube ich, hier auch eine Wissenschaftlerin hier bei unseren Figuren dabei oder eine, wie gesagt, da gibt es wahrscheinlich eine Geschichte zu Hidden Side. Sagt mir nichts, interessiert mich nicht. Ich finde, ein Set muss sozusagen die Geschichte hergeben aufgrund der Teile, die man baut oder der Dinge, die man baut und der Teile, die vorhanden sind. Also man muss in der Lage sein, seine eigene Geschichte damit zu machen und selber kreativ zu sein. Was soll denn das, wenn ich damit nur was spiele, was vorgegeben ist? Es ist doch völlig uninteressant. Ich will doch selber kreativ werden. Hier übrigens nochmal diese Verbindungen der Waggons untereinander. Also die Lok hat es auch hinten dran. Man könnte theoretisch diesen einen Magnetverbinder hier, den könnte man hinten an die Lok ranbauen. Und dann hätte man quasi eine Lok, die kompatibel wäre mit anderen Waggons. Das wäre eine Variante. Oder man baut es quasi in der Variante hier. Also man kann es auch nicht so zusammenschieben lassen. Nicht, dass es so instinktiv gerade. Man schiebt so zusammen und dann hält es. Nee, man muss es halt immer hier irgendwie so friemelig zusammenbauen. Das ist nicht so geschickt. Vor allem mit größeren Händen. Also so als ein Element, das vielleicht noch umgebaut, die Panels gedreht oder sowas, dann wäre das hier irgendwie so eine coole Lock-Tender-Konstruktion. Könnte man damit leben. Aber so hat man halt hier dann noch so, weiß nicht, noch einen Zusatzwaggon, muss man halt irgendwas anderes drauf machen, lässt den leer. Aber der ist jetzt zum Beispiel so auch nicht mehr kompatibel, weil der hat nur an zwei Seiten dann hier diese Balljoint-Geschichten, da muss man dann umbauen. Ja, also es ist nicht so flexibel wie ein anderes Zugsystem, definitiv nicht. So, also bauen wir es mal wieder auseinander, stellen wir mal wieder den Zustand her, wie es eigentlich sein sollte. Das heißt, das muss ich jetzt hier einmal drehen. Es ist nicht so einfach, würde ich mal sagen, in der Handhabung, wie wenn ihr hier was hättet, was voll kompatibel wäre zum Lego-Zugsystem. Und das ist auch eine Sache, die ich nicht so ganz verstehe, warum man hier, also Lego hat eh wenig am Hut mit Zügen und dann wird hier trotzdem noch so ein Zwitter-System eingeführt, was eigentlich kein Mensch braucht. Wir brauchen mehr Züge, tolle modulare Ergänzungen zu Züge, Bahnhöfe und so weiter. Das ist ja nichts Neues und deswegen, denke ich, laufen die Züge auch schlecht, weil es einfach wie sagt man so schön, Ökosystem, keine Umgebung gibt, die man modular erweitern kann und die voll kompatibel ist zu vielen anderen Sets. Das fehlt. Und überhaupt, finde ich, müsste die komplette Lego-Welt modular kompatibel sein. Deswegen baue ich ja hier meine Mini-Medieval-Modulars. Guckt mal rein, wenn ihr das noch nicht kennt. Das ist so eigentlich mein Hauptsteckenpferd-Interesse, was ich habe. Ja, das erweitert sich ja jede Woche. So. Also, was können wir hierzu sagen zu diesem Set? Das ist eigentlich ein optisch ansprechendes Set, wie ich finde. Man muss ja dieses Yellow Screen da nicht zeigen, diese ganzen Hidden Side Erweiterungsgeschichten. Auch die Figuren sind gar nicht schlecht. Wir holen sie mal auch noch mit ins Bild. Dann gucken sie ein bisschen zu. Also durchaus was man auch vielleicht sammeln kann. Gerade die Zugbegleiter finde ich sehr, sehr toll. Der passt da übrigens auch vorne rein, der Zugbegleiter. Der hat da sein, oder der Schaffner, der Lokführer, der passt da vorne rein. Da ist genug Platz vorne in der Lok. Wahrscheinlich passen sogar zwei rein. Also damit kann man da auch spielen. Die Figuren sind interessant und tatsächlich finde ich auch, dass hier genug interessante Teile sind, um das mal auszuschlachten. Mit den Schienenseite sowieso, denke ich, gut bedient, denn Geraden sind, glaube ich, in der Lego-Welt nicht gerade viele drin in den Sets, die ihr gerade bekommt. So, negativ finde ich aber den Preis bzw. das Preis-Leistungs-Verhältnis, denn für 80 Euro ist das völlig uninteressant, absolut uninteressant. Wäre dieses Set regulär für 60 Euro auf den Markt gekommen, wäre es vielleicht anders gewesen. Und 50 Euro ist dann ein Preis, wo man sagen kann, gut, ja, probieren wir es mal aus für 50 Euro. Aber 80 Euro, das ist schon eine heftige Ansage. Und weiß nicht, will Lego das Zeug verkaufen oder nicht? Oder ist es Lego so egal, dass sie mit solchen Preisen in den Markt gehen? Aber ja, Lego-Preispolitik habe ich noch nie so richtig verstanden, muss ich sagen. Also,
Das ist ein bisschen das Problem, dann haben wir das Problem, das habe ich ja schon demonstriert, dass wir hier kein so richtig kompatibles System haben, so ein Zwitter-System, was auch nicht so einfach ist in der Handhabung und keine Motorisierung, die hier eigentlich, also wäre das Ding motorisiert, dann wäre man ja motiviert, noch mehr Schienen zu kaufen und wäre motiviert, das auch zu kombinieren mit anderen Zügen. Warum macht man das nicht? Ich möchte doch vielleicht meinen Kunden anregen, mehr zu kaufen und dann mache ich es kompatibel. Macht keinen Sinn, wie Lego das hier macht. Das macht einfach keinen Sinn. So, ja, und manche Teile dann eben gerade die Bogie-Plates mit ihren Farben, das sind dann so Kleinigkeiten. So, also insgesamt völlig überteuerter Zug, der nicht so richtig einsetzbar ist als Zug. Das ist halt, wie gesagt, man kann damit so ein bisschen rumfahren, aber so als Zug, der ein richtiger Zug ist, der auch rumfährt, funktioniert es nicht. Ja. Und unklar ist noch so ein bisschen dieser Effekt von den neuen Rädern. Ob das wirklich ins Gewicht fällt, gerade bei der Motorisierung, Stabilität, wie auch immer, wird sich zeigen, werde ich ausprobieren. Spielmöglichkeiten halten sich ein bisschen in Grenzen, würde ich sagen, das ist jetzt nicht unterdurchschnittlich, aber man könnte mit einem Zug durchaus mehr Spielmöglichkeiten haben, als dieser Zug bietet. Ja? Also für einen Zug sind es wenig Spielmöglichkeiten, finde ich. Genau, also kommen wir zu einer Wertung. Spielspaß ist durchaus da. Es gibt ja die verschiedenen Features, aber nichts Besonderes. Ja, 3 von 5 Bricks. Bauspaß, der ist okay. Also ich habe da nichts Ungewöhnliches feststellen können. Es baut sich wie jedes andere Lego-Set angenehm, leicht, ohne große Wiederholung. Mal abgesehen von den beiden Untersätzen hier von den Waggons. 3 von 5 Bricks. Stabilität, das Ding ist schon stabil. Also mir ist da nichts runter und oder auseinandergefallen. Gar keine Frage. Es funktioniert auch. Also gut, Stabilität, 4 von 5 Bricks. Optik, die gefällt mir auch, ja, von den Farben hier schwarz, dark red, das ist ganz schick. Und die bunten Farbtupfer hier gerade, die schlimmsten Farbtupfer kann man ja, jetzt bewegt sich das hier, die schlimmsten Farbtupfer kann man hier einfach runternehmen, ja, dann, oder hier die Railgun noch, dann hat das hier eine relativ einheitliche Optik. Ja. Also von daher, Optik auch 4 von 5 Bricks und der Bahnhof sowieso. Preis, der ist zu teuer, nur 2 von 5 Bricks. Wir müssen mal gucken, wie sich das entwickelt. Vielleicht bleibt das ja noch eine Weile günstiger, weil sie es alle rausschmeißen oder steigt im Preis. Irgendwann wird es sicherlich im Preis steigen, weil es eben nicht mehr verfügbar ist. So komme ich zu meinem Gesamturteil von diesem Set, der 70424, dem Geister-Express-Zug von 3 von 5 Bricks. Also ein durchschnittlich gutes Set, was ein paar kleine Stärken hat in den Teilen und vielleicht in der Stabilität und der Optik. Aber ansonsten, ja, ist es eher durchschnittlich. Muss man nicht gehabt haben. Jetzt wird es halt interessant, wie der Umbau funktioniert in einen motorisierten Zug. Das werde ich mir vornehmen. Und wenn es funktioniert hat, gibt es dazu ein Video und auch relativ schnell. Und dann werdet ihr sehen, ob sich das lohnt. Also, vielen Dank, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann gebt doch den Daumen hoch. Lasst sogar ein Abo da, würde mich sehr freuen. Auf dem Kanal passiert in nächster Zukunft auch noch einiges. Ich habe noch viel vor. Es gibt noch viele Sachen, die ich euch gerne präsentieren und vorstellen möchte. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen auf meinem Kanal auf MoxGuard.